Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Guck mal, wer da liegt. Ah, wer ist da? Wer ist da? Der Mädchen ist müde. Hat er sich hier gerade hingelegt. Ja, ich wollte euch mal ganz schnell begrüßen, bevor ich meine Kiddies in Schule und Kindergarten bringe. Denn der Mädchen ist... Wo willst du gleich hingehen? Sag mal, ich gehe in den Kindergarten. Denn der Medi geht seit 2 Wochen in den Kindergarten. Mama kommt mit kurz, ne? Ja, der Maddox geht tatsächlich seit 2 Wochen in den Kindergarten. Und hier sitzt auch der Marlon. Hallo. Den bringen wir jetzt gleich auch noch eben zum Bus. Der Lennox ist schon mit dem Bus weg, denn Lennox muss ja in eine andere Schule. Marlon geht ja jetzt auf die große Schule. Das ist nochmal was ganz anderes, oder Marlon? Mhm. Macht dir aber Spaß, ne? Ja. Der Maddy spielt noch mit Trecker, bevor es losgeht. Ja, ich werde jetzt den Marlon gleich zum Bus bringen und den Maddox in den Kindergarten. Und sobald ich wieder zu Hause bin, melde ich mich bei euch und dann erzähle ich euch mal in Ruhe, wie das so die letzten Tage gelaufen ist mit dem Kindergarten. Und genau, ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder. Da bin ich wieder zurück. Ja, wir haben jetzt 7:45 und es sind alle 3 Kinder weg, unterwegs. Ich muss ja echt sagen, ich genieße das so. Das ist eigentlich fühle ich mich schlecht, wenn ich das sage. Aber nein, ich liebe meine Kinder. Ich liebe es, sie um mich herum zu haben, also nicht falsch verstehen. Aber ich habe jetzt so nach 2 Jahren einfach endlich auch mal wieder ein bisschen Zeit für mich, beziehungsweise Zeit, um alltägliche Dinge machen zu können, wie zum Beispiel einkaufen gehen ohne die Kinder. Denn das war eigentlich auch immer mehr oder weniger eine Bestrafung, wenn ich sage, ach, wir müssen schon wieder einkaufen gehen. Ne? Die Kinder sind froh, wenn sie dann zu Hause bleiben können. Ich meine, die beiden Großen schaffen das auch schon. Aber Maddie kann ich ja auf gar keinen Fall irgendwo alleine zu Hause lassen. Auch bei den Großen würde ich das niemals machen. Und somit kann ich jetzt einfach in Ruhe einkaufen gehen oder auch meinen Haushalt schmeißen, sodass, wenn mittags die Kinder zu Hause sind, ich einfach alles erledigt habe und mich dann komplett um die Kinder kümmern kann. Und das genieße ich jetzt gerade so sehr. Ja, ich erzähle euch mal so ein bisschen. Ich habe ja die letzten paar Videos tatsächlich auch vorgedreht gehabt, in den Sommerferien schon, zum Teil. Dass ich mich eben auf die Eingewöhnung im Kindergarten und auf den Schulstart von Marlon und Lennox konzentrieren kann. Und euch eben jetzt mal berichten kann, wie das dann alles so war. Also vor 2 Wochen hat die Schule begonnen. Lennox ist ja jetzt in die 3. Klasse gekommen, aber ist in seiner Grundschule geblieben. Marlon ist ja jetzt in die 5. Klasse gewechselt, das heißt in eine Gesamtschule, in eine riesengroße Schule im Gegensatz zu der kleinen Grundschule. Ihm geht es aber total gut da, er geht super gerne hin. Er hat ganz schnell Anschluss gefunden, was mich auch total erleichtert hat. Denn das war auch so ein totaler Stressfaktor für mich. Findet er da Freunde? Er war der Einzige aus der Grundschule, der in diese Schule gewechselt hat. Das heißt, er kannte komplett niemanden. Und da macht man sich als Mama so Gedanken. Ich sag's euch, das war echt schlimm. Aber die Kinder, die haben das alles so toll gemacht und Marlon hat auch überhaupt keine Bedenken, hat er zumindest nicht geäußert, wenn ich ihn gefragt habe, ob er Angst hat oder sich unwohl fühlt, überhaupt nicht. Er ist so ein offener, toller Junge, beide, alle drei, dass die da überhaupt kein Problem haben, Anschluss zu finden, Gott sei Dank. Ja, und der Maddie, der hat vor 2 Wochen dann mit der Eingewöhnung im Kindergarten begonnen. Es fing an, da war ich 2 Tage, 2 Stunden mit ihm zusammen da. Dann hat es sich so gestaffelt, dass ich dann immer mal 1 Minute, 10 Minuten rausgegangen bin oder einfach in einen anderen Raum, dass er sich einfach mit den Erziehern beschäftigt hat oder auch schon mit anderen Kindern. Ja, und seit einer guten Woche gebe ich ihn tatsächlich morgens ab, um 8 Uhr circa. Ich bringe erst Nimon zur Arbeit und dann Maddie in den Kindergarten. Und ja, ich bleibe momentan noch so 5 bis 10 Minuten immer mit ihm da und setze mich nochmal kurz an den Tisch zum Puzzeln oder irgendwie sowas. Er kann sich morgens noch nicht ganz so gut lösen, aber es wird jeden Tag besser. Also er weint überhaupt gar nicht mehr.
Am Anfang hat er halt nie so richtig geweint eigentlich. Also am Anfang hat er immer so, Mama, mitkommen, Mama, ne? Wollte ja noch nicht so gerne da bleiben alleine. Obwohl er sich jeden Tag wirklich ab 6 Uhr morgens auf den Kindergarten freut. Er packt seine Tasche, er packt seine Jacke, alles. Also er freut sich so auf den Kindergarten. Wenn Wochenende ist, morgen Kindergarten, sagt er immer, ne? Also er freut sich total auf den Kindergarten. Und ja, seit ein paar Tagen ist es tatsächlich so, dass er dann sich morgens verabschiedet, sagt Tschüss Mama, aber auch erst so nach 5 bis 10 Minuten. Am Anfang ist auch noch so an der Hand und so. Ist sich einfach noch nicht so sicher, fühlt sich noch nicht so sicher. Und ja, jetzt geht es aber mit dem Ablösen auch schon immer besser. Und momentan machen wir das so, also normal, regulär hat der Kindergarten so bis um 12 bzw. 1 Uhr auf. Also es ist kein Kindergarten, wo Mittagessen oder Schlafen oder sowas angeboten wird. Finde ich auch für mich oder für uns gut. Das war damals bei Marlon und Lennox genauso. Und für mich passt das von der Zeit her super gut, denn dann kann Maddox trotzdem noch seinen Mittagsschlaf machen. Und das passt mit den beiden Großen auch von der Schule, wenn die kommen im Bus und sowas, dass ich das alles von der Zeit her gut schaffe. Momentan ist es noch so, dass Maddie erstmal bis um 11 Uhr im Kindergarten bleibt, weil sie einfach merken, so ab 11:30 kippt die Stimmung, er wird total müde, weil es war bisher ja immer so, dass Maddie so zwischen 11:30 und 12 ins Bett gegangen ist zum Mittagsschlaf machen. Er hat dann gegessen und hat Mittagsschlaf gemacht. Also immer so, ja, zwischen 11:30, 12. Und das merkt man halt einfach im Kindergarten. Deswegen haben sie gesagt, wir wollen ihn jetzt nicht überstrapazieren und machen jetzt einfach erstmal bis um 11. Das reicht ja auch erstmal vollkommen aus. Für mich ist das auch super. Ich bin zu Hause, ist für mich überhaupt kein Thema, ihn eine Stunde früher zu holen. Und noch passt es mir sogar super gut, weil dann sind wir nämlich um 11:30 zu Hause. Er kann essen, ich kann noch kochen, ihn ins Bett bringen und um 1 Uhr kommt dann Lennox schon von der Schule. Also das passt alles super gut. Er freut sich, wie gesagt, jeden Tag auf den Kindergarten, hat da Anschluss gefunden, hat so eine Erzieherin, bei der er sich total wohlfühlt und sicher fühlt. Und ja, da geht mein Herz auf, wenn ich das sehe, wie er sich freut, in den Kindergarten zu gehen. Endlich, ich freue mich echt für ihn mit. Es wurde Zeit, dass er jetzt auch unter gleichaltrige Kinder kommt. Und sehr aufregende Zeit, die letzten 2 Wochen. Aber es haben sich jetzt alle Kinder gut eingewöhnt, eingelebt. Und dann geht es mir natürlich auch umso besser. Ja, ich wollte euch da mal ein kurzes Update geben, wie es hier so aussah die letzten 2 Wochen. Jetzt werde ich mich mal ein paar Rosen widmen. Und zwar ist das bei uns so Brauch hier in Ostfriesland, wenn man einen runden Geburtstag hat oder einen besonderen Geburtstag, wie zum Beispiel einen 18. Geburtstag oder zum Beispiel hatte Niemann und ich letztes Jahr 10-jährigen Hochzeitstag. Da haben wir einen Bogen bekommen. Das nennt man Bogen. Also man kann entweder um die Tür rum alles voll Rosen machen. Ich zeige euch auch gleich wie. Oder eine Herzform. Es gibt so tolle Bogen. Ich habe mir jetzt von meiner Freundin ein Herz ausgeliehen aus Holz. Und da mache ich jetzt gleich, ich zeige euch das jetzt einmal. Und zwar werden Rosen aus Servietten gefaltet. Noch habe ich hier eine Vorarbeit geleistet. Ich zeige euch gleich, wie das dann aussieht, wenn man die auseinanderfaltet oder wie man die macht. Diese Rosen, wenn die fertig sind, werden dann um das Herz rum gemacht. Da entsteht dann halt ein richtig toller Herzbogen. Denn mein Neffe wird jetzt am Wochenende 18 und da kriegt er von uns auch einen Bogen. Ja, das mache ich jetzt einmal. Ich glaube, ich schaffe es heute nicht fertig zu machen, aber ich werde euch dann einfach mal ein Bild einblenden, wie es fertig ausgesehen hat. Genau. Dem widme ich mich jetzt. Könnt ihr mich gut sehen? So. ich zeige euch das mal anhand einer Serviette, die noch nicht bearbeitet wurde. Und zwar, ihr könnt ganz unterschiedliche Servietten nehmen. Einfarbige, bunte, es ist ganz egal. Je nachdem, wie ihr das wollt, was ihr da habt. Ich hatte jetzt die da und deswegen habe ich das mit denen jetzt gemacht. Also, eine Serviette hat ja immer eine zu eine Seite und eine offene Seite, die hier. Da. Und ihr müsst dann quasi die zu eine Seite einmal einen Zentimeter aufschneiden, also abschneiden hier den Rand, dass beide Seiten offen sind. Und dann faltet ihr die einfach immer einmal in diese Richtung
dann wieder in diese Richtung, dann wieder in diese Richtung, bis ihr dann die so gefalten habt. Und in der Mitte macht ihr dann einen Draht drum. Denn das wird dann später in das Herz reingesteckt. Und jetzt müsst ihr das eigentlich alles nur noch auseinanderfädeln. Das heißt, jede einzelne Serviette, es gibt ja dreilagige, vierlagige, zweilagige. Hier seht ihr auch, das sind jetzt zum Beispiel, warte, Fokus, da, drei Lagen. Das heißt, jede einzelne Lage wird auseinandergefuddelt. Und so entsteht dann eine Rose. Die lässt sich jetzt richtig gut auseinander machen. Ich habe auch Servietten gehabt. Oh, da brecht ihr euch die Finger mit ab. Das ist eine richtige harte Arbeit bei manchen. Also bei der geht es jetzt gut. Aber wie gesagt, ich habe auch schon andere Erfahrungen gemacht. Ja, und ich habe mir jetzt erstmal 10 Rosen vorbereitet und dann werde ich gleich mal gucken. Ich zeige euch gleich mal den Bogen unten, wie er noch nicht fertig aussieht, dass ihr euch mal so ein Bild machen könnt. Ja, und das ist jetzt meine Aufgabe heute Vormittag, wenn ich zu Hause bin, denn das kann ich mit den Kindern auch nicht machen. Die haben da keine Lust zu und Maddie habe ich Angst mit dem Draht, dass er sich da verletzt. Deswegen mache ich das dann lieber alleine. So, und jetzt seht ihr, warte mal, eine Seite habe ich jetzt schon aufgemacht und jetzt muss die andere Seite eben noch. Ich mache das mal eben im Schnelldurchlauf und zeige euch dann gleich, wie es fertig aussieht. Habe ich jetzt schon mal gezupft von meinen Zehen. Ja, die ist jetzt eben durch diese Musterung hier, die ist ja so bunt und blau. Man sieht die Muster überhaupt nicht am Ende. Die ist jetzt so ein bisschen hellblau-weiß. Genau. Und wenn das so ein bisschen kaputt reißt hier hinten, ist es überhaupt nicht schlimm, denn die stehen draußen, die Bogen, da kommt Wasser, Wind und Regen drüber. Also das soll an diesem Tag gut aussehen und genau, da ist es nicht schlimm, wenn das so ein bisschen ab ist. So, jetzt warten noch 9 Stück auf mich. Jetzt mache ich mal eine orangefarbene. Ja, eigentlich, ich habe euch ja gezeigt, ihr braucht eigentlich nur eine Serviette, dann so ein Draht, so, und eine Kneifzange, um den Draht abzumachen. Eigentlich ist es gut, wenn die etwas länger sind. Ich zeige euch gleich nämlich, warum. Um die besser zu befestigen im Herz dann. Aber ja, genau, das kann man individuell machen. Bogen, es gibt wie gesagt so, so viele verschiedene Bogen. Also ich habe schon die tollsten gesehen. Ich widme mich jetzt mal der orangefarbenen Rose und quatsche so ein bisschen nebenher mit euch. Finde ich auch ganz cool, dass ich jetzt auch so eben vormittags die Zeit habe, mich auch noch mehr mit YouTube zu beschäftigen, ein paar Videos für euch zu drehen oder auch zu schneiden. Denn das habe ich auch immer gemacht, natürlich, wenn die Kinder hier waren. Entweder in der Zeit, wo Maddie geschlafen hat mittags, da haben die beiden Großen sich dann alleine beschäftigt. Oder ich habe es am Wochenende ganz früh gemacht, wo alle noch geschlafen haben. Oder ich habe es spätabends gemacht, wenn die Kinder geschlafen haben. Denn mit den Kindern ein Video schneiden, das geht gar nicht. Da brauche ich echt Ruhe für und auch ganz viel Zeit. Ich hatte euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich so pro Video um die 6 bis 8 Stunden brauche, um das zu schneiden. Je nachdem, wie lang es ist, aber meine Videos sind durchschnittlich immer so eine halbe Stunde eigentlich. Und ja, je nachdem, wo man ist, ob man da viel schneiden muss oder manchmal macht man ja so ein paar Effekte noch rein. Das dauert natürlich dann auch seine Zeit. Aber ich liebe es, es ist mein Hobby und ich freue mich, dass ich mich da jetzt auch richtig für hingeben kann. Also genau, Zeit dafür habe. Ja, und ansonsten, heute zum Mittagessen habe ich gar nichts Spektakuläres geplant, denn meine Kinder haben sich gewünscht,
entweder Pizza oder Pizza Baguettes. Und ich glaube, dass unsere Tiefkühltruhe das noch hat. Demnach brauche ich heute gar nichts groß vorbereiten. Das ist auch mal nicht schlecht. Und muss dann, wenn ich Maddie nachher abgeholt habe, eigentlich nur noch den Backofen anschmeißen. Das geht dann heute mal ganz schnell, ist auch mal nicht schlecht. Gestern hatten wir Tomatensalat mit Bratkartoffeln und Fisch. War auch sehr lecker. Ja, und dann kann es heute mal Pizza Baguette oder Pizza geben. Mal gucken, was mein Tiefkühlschrank noch hergibt. Ansonsten bin ich total begeistert von meinen lieben Abonnentinnen. Es sind aber auch mittlerweile ein paar Männer dazwischen, was mich auch total freut, die auch kommentieren. Der ein oder andere ist echt so lustig. Ich freue mich da über jedes Kommentar freue ich mich wirklich. Ihr seid so toll. Und dann gibt es auch noch so 3, 4 Frauen, die mich echt manchmal rühren mit ihren Kommentaren. Also, da bin ich manchmal sprachlos. Da wird dann geschrieben, dass ich schon mit zum Mittwoch und Sonntag gehöre, dass die sich auf meine Videos freuen und sowas. Also ich glaube, es gibt kein schöneres Kompliment für jemanden, der sich dafür die ganze Mühe macht und Zeit nimmt, solche tollen Kommentare zu lesen von euch. Also wirklich, ich bin immer wieder total begeistert und richtig happy, euch zu haben. Ja, so, das ist jetzt meine nächste Rose. Die ist jetzt weiß und so orange-bunt. Finde ich, sieht auch ganz cool aus. Und dann werde ich die immer mal so im Wechsel dann ans Herz machen. Ich mache jetzt erstmal weiter und zeige euch dann später, wie das Herzchen aussieht. Ich zeige euch mal das Herzchen. Und zwar sieht das Herzchen so aus. Und da ist sogar noch das Schild von Marlon. Denn Marlon wurde ja letztes Jahr 10 und da haben wir ihm auch einen Bogen gemacht. Denn das war das erste Jahr mit 2 Zahlen, also auch etwas Besonderes, für uns zumindest. Und da habe ich so einen gelben Stoff, da habe ich nämlich so einen grünen Stoff gekauft und den dann hinten festgetackert. So dass es einfach einen schöneren Hintergrund gibt. Und dort werden dann am Ende die ganzen Rosen befestigt. Das Schild kommt natürlich ab, da kommt dann irgendwas mit 18 hin. Ich habe auch solche Pappteller gekauft mit einer 18 drauf. Da werde ich mal gucken, was ich noch daraus machen kann. Und wie gesagt, ich schaffe das heute nicht fertig zu machen, aber ich werde euch dann mal ein Foto einblenden oder ein Video, wie es fertig aussieht. Genau. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch zu meinem 30. Geburtstag ganz tolle Bogen bekommen. Und hier ist es eben der Brauch, wenn man die Bogen gebracht bekommt, dass man die Leute dann zum Abfeiern wieder einlädt. Also genau, zum Essen einlädt oder einfach zum Zusammensitzen und den Bogen dann abfeiert. Das ist hier so der Brauch. Und seitdem wir hier wohnen, machen wir das mit. Und ich finde das immer eigentlich ganz, ganz süß. Ich habe alle Rosen fertig gezupft. Ja, und heute Abend macht niemand die dann da dran tackern an das Herzchen, denn das kriege ich jetzt nicht hin. Und dann werde ich jetzt gleich mal gucken. Ich packe das jetzt am besten einmal ins Büro, dass da die Kiddies auch nicht dran gehen und sich nachher noch wehtun. Das legen wir jetzt einfach erstmal hier. Ich lege es erstmal hier auf den Boden und da ist eine runtergefallen. Da werde ich gleich mal gucken mit den Tellern,
18, ich war auf der Suche noch nach Dekoration, also zum 18. Geburtstag. Ich habe nichts gefunden. Normalerweise Teddy zum Beispiel hier bei uns ist sowas wie Kick. Die haben total viel Auswahl an so Dekoration. Ob 50., 40., 20., 80. Geburtstag. Aber den 18. diesmal habe ich nur diese Teller bekommen. Ich zeige die euch auch mal. Hier ist ganz dunkel noch bei uns. Da habe ich nur diese Teller bekommen. Und da dachte ich mir, ich hole mal hier hinten so ein Geschenkband. Da könnte ich nämlich, weil es ist so. Hier, das da. Zeige ich euch gleich, was ich damit mache. Es ist nämlich so, da wird nämlich die ganze Auffahrt oder der Eingang vom Haus wird geschmückt mit Dekoration zum 18. jetzt in dem Fall. Und ja, da gucke ich, dass ich da noch was basteln kann. Für den Bogen brauche ich, glaube ich, 2-3 Teller. Mal gucken, je nachdem, wie viel ich in das Herzchen reinbekomme. Und jetzt dachte ich, dass ich vielleicht mit den restlichen Tellern, wie viel sind denn da drin? 8 Stück. Noch sowas bauen kann. Hier ein Loch reinmachen kann. Und das dann eben noch auch aufhängen kann. Versteht ihr, wie ich meine? Dass man damit noch irgendwie was bastelt. Mit den restlichen, weil was soll ich mit denen sonst machen? Die kann man dann auch an der Auffahrt noch irgendwie vielleicht hinhängen. Das mache ich jetzt gleich auch noch. Und dann haben wir jetzt schon 10 Uhr. Ja, da mache ich jetzt noch ein bisschen Haushalt und Wäsche und sowas, aber das ist für euch auch langweilig. Das zeige ich euch ja auch immer, wie ich meine Wäsche mache. Deswegen nehme ich euch da jetzt nicht mit. Ich würde sagen, wenn ich alles erledigt habe und den kleinen Mann wieder vom Kindergarten abgeholt habe, melde ich mich dann gleich wieder zurück. So, der Maddie ist wieder zu Hause. Warst du im Kindergarten, Maddie? Ja. Ja. Und hat er gerade einen Keks von dem Opa bekommen. Ne? Super. Und dann wollen wir gleich Mittag essen, oder? Ja? War das schön im Kindergarten? Ja. Super. Das freut mich, mein Schatz. Maddie habe ich jetzt abgeholt. Genau, ich mache jetzt für ihn eben was zum Mittag. Wir haben noch ein bisschen Nudeln mit Tomatensauce von gestern über. Das bekommt Maddie dann jetzt. Und ja, wenn er dann schlafen geht, mache ich unsere Pizza-Baguettes oder Pizza, je nachdem. Ich guck mal, was ich im Gefrierschrank habe. Und der Maddie arbeitet da hinten. Mit seinem Arbeiterwerkzeug. Der Maddie hat sich versteckt. Oh, Maddie ist weg. Hallo, Maddie. Oh, da ist er. Hallo. So, Maddie hat jetzt gegessen. Upsala. Und jetzt werden wir Maddie nochmal frisch machen. Und dann geht der Maddie in Haia-Bett. Oh, 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 oh. Tschuck, 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 tschuck. Guck, guck. Komm her, mein Schatz. Komm her, mein Schatz, Simon. Erzähl mal der Mama, wie war der Kindergarten? Gut. Ja, Maddie geht so gerne in den Kindergarten, ne? Jetzt ist erstmal Wochenende und am Montag ist wieder Kindergarten. Maddie ist müde, ich bringe ihn jetzt erstmal ins Bett. Ja? Ja. Bis gleich. So, der kleine Mann, wie ihr hört, schläft. Ich mache mal kurz die Musik ein bisschen leiser. Ja, ich wollte euch noch mal ganz kurz erzählen. Ich hatte Maddie jetzt vom Kindergarten abgeholt. Und da sagte die Erzieherin, dass das mittlerweile so, so gut klappt und er gar nicht richtig nach Hause möchte. Er also gern noch länger bleiben wollen würde. Deshalb darf er dann ab Montag bis um 11:30 bleiben. Passt mir super gut, denn am Montag wollte meine Mama und ich uns mal in der Stadt treffen und vielleicht was frühstücken gehen und einfach ein bisschen bummeln gehen. Zeit nur für uns verbringen, also Zeit einfach mal mit meiner Mama alleine verbringen. Das machen wir leider so, so selten, denn ja, ich habe wenig Zeit, sie hat wenig Zeit und nach dem Tod von meinem Papa haben wir das wirklich sehr, sehr selten gemacht. Deswegen freue ich mich da jetzt schon so sehr drauf, auf den Montag,
Dann, genau, haben wir noch eine halbe Stunde länger. Das ist auch cool. Ja, jetzt kommt gleich der Lennox von der Schule. Ich mache in 10 Minuten den Backofen mal an. Ich habe jetzt eine Pizza rausgeholt und ein paar Pizza-Baguettes. Das reicht für uns drei erstmal. Marlon kommt eine Stunde später, aber ja, ich mache das schon fertig und er kann das dann, kann er halt ein bisschen später essen. Ja, heute ist Freitag. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel an Hausaufgaben auf. Meistens ist aber freitags nicht ganz so viel. Ja, so, ich zeige euch mal unser Mittagessen, was ich mit mühevoller Arbeit gekocht habe. Nein, sowas darf es auch mal geben. Eine Thunfischpizza und dann so Tomaten, Mozzarella, Baguettes. Ja, das schneide ich jetzt einmal noch in Stücke und dann wird jetzt jeden Moment der Lennox kommen. So, der Lennox ist jetzt auch da. Hallo. Hallo Lennox. Hast du Schuh frei? Ja. Wochenende jetzt. Sehr gut. Okay, dann können wir nämlich jetzt schon mal essen. Der Lennox darf jetzt als Nachtisch noch einen Donut essen, den wir morgen noch gekauft haben. Ja, Maddie schläft noch und dann werden wir uns jetzt gleich erstmal an die Hausaufgaben machen mit Lennox, ne? Ja. Okay, bevor der Marlon kommt. So, Lennox hat einen ganz tollen Brief geschrieben an ein anderes Kind in einer anderen Schule. Das war die Hausaufgabe. Da kommt der Marlon von der Schule. Hallo! Hallo! Hab dich schon gesehen. Und, wie war Schule? Gut. Ja? Ja. Gut? Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, hast du ja jetzt auch Wochenende, hm? Ja. Hast du Hausaufgaben auf? Nein. Oh, perfekt. Super. Dann gehen wir mal hoch. Essen ist schon fertig. Nimm mal dein Ranzen mit. Hallihallo, da bin ich wieder. Ganz ungewohnte Umgebung. Ich bin bei meinen Schwiegereltern unten. Meine Schwiegermama ist arbeiten. Und mein Schwiegervater, der ist draußen schon den ganzen Vormittag, Mittag im Garten beschäftigt. Und jetzt habe ich ihn gerade mal gefragt, ob er mal einen Kaffee trinken möchte. Deswegen werde ich jetzt mal einen Kaffee machen. Ja, und meine Schwiegereltern, die trinken immer gerne so einen türkischen Kaffee. Den machen wir jetzt mal. Und dann bringe ich den noch raus. So, jetzt gehen wir mal den Kaffee raus und bringen den mal. Boah. Was ist spät jetzt, Lisa? Das Kaffee laut. Oh, danke, danke, Lisa. Wir haben gleich 4 Uhr. Oh. So lange warst du draußen, ne? Ja. Oh je. Yeah. Alles auf den Knien gearbeitet. Das glaube ich, ja. Ja, jetzt werde ich die Kinder mal rausholen und dann gehen wir ein bisschen im Garten. Die hole ich jetzt mal raus. Ich komme mit den Kindern jetzt auch raus. Was machen die? Spielen oben. Wer ist denn da wach geworden vom Mittagsschlaf? Hast du Mittagsschlaf gemacht? Ja. Ja. Dann ziehen wir uns jetzt mal eine Hose an und gehen wir in den Garten? Ja. Okay. Deine Flasche mitnehmen? Ja. Gut. Wir nehmen hier nochmal ein paar Trauben mit und die Donuts. Und Noxi hat sich auch kurz ausgeruht, dann gehen wir jetzt mal raus, ne? Noxi, komm jetzt! Komm jetzt, Noxi. Gucken wir mal, wo der Marlon ist. Ist der Marlon noch in seinem Zimmer am Spielen? Was? Warte. Oh. Guck mal, was ich gemacht habe. Was machst denn du da, Marlon? Oh, ich habe ein Bild gemacht. Mhm. Das sieht ja cool aus. Richtig gut. Marla, wir wollen uns jetzt mal anziehen und ein bisschen in den Garten gehen, ja? Ja, okay. Ein Flugzeug hörst du? Die Sonne ist da, aber es ist trotzdem ein bisschen frisch. Oh, das Gras ist wieder so hoch. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich gerne mähen heute. Aber es ist zu feucht. Und dann kann ich das sparen, weil dann habe ich nämlich mehr Arbeit, wenn das den ganzen Mäher verstopft. Hm, schade. Ich wollte eigentlich niemanden überraschen, dass ich das dann schon gemacht habe. Ist dir nicht kühl mit T-Shirt, nur Lennox? Nee, das ist zu kalt, Maddie. Anlassen. So, sollen wir mal die große Schaukel aufbauen? Ja. Ja? Okay, ich hole mal die Schaukel. Ja.
jetzt seit neuestem kann, sein Laufrädchen fahren. Wow, das machst du toll, Maggie. Das ist von Marlon noch, ne? Das ist jetzt 11 Jahre. Naja, 10 Jahre. Ich glaube mit 1, nee, stimmt, mit 2 hat das bekommen. Also 9 Jahre ist das Rädchen jetzt alt. Und er kann es jetzt endlich alleine fahren. Er hatte die ganze Zeit so Angst, das Gleichgewicht zu halten. Und jetzt ist er da ganz sicher mit. Das ist so schön draußen und wir genießen das noch, das schöne Wetter. Ich denke mal, das ist bald zu Ende. Dann kommt die Schlechtwetterphase. Ja, ja. Ich setze mich mal mit euch in die Schaukel. Ich sehe kaputt aus. Und das bin ich auch tatsächlich. Denn mir geht es jetzt auch seit ein paar Tagen nicht ganz so gut. Aber warum, wieso, weshalb, das erzähle ich euch mal wann anders. Das ist nicht so in 2, 3 Sätzen gemacht. Oh, da kommt der Medi. Ja, aber man sieht es mir auf jeden Fall an, dass ich ja, kaputt aussehe. Naja, ich kann sowas nicht überschminken. Es darf einem ja auch mal nicht so gut gehen, ne? Naja. Jetzt werde ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen Zeit mit den Kindern im Garten verbringen, bis niemand nach Hause kommt. Dann haben wir Wochenende. Morgen Abend bringen wir den Bogen, wie gesagt, meinem Neffen. Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht kann ich ja da ein paar kleine Szenen aufnehmen, beziehungsweise vielleicht auch Fotos machen. Die werde ich euch dann einfach hier noch mit einblenden. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten würde ich mich tatsächlich jetzt auch schon von euch verabschieden. Ich glaube, es war lang genug, das Video. Ich bin mal gespannt, was ich so zusammenschneiden kann. Ja, wir verbringen jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit im Garten. Und dann kommt der Papa nach Hause und dann ist unser Wochenende. Also, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.